Wir sind ein Startup für zukunftsfähige Medienkompetenz. Warum der Name Articlet? Also wir haben unsere Ursprünge im Journalismus und haben mal eine App gebaut für Journalismus, eine junge Zielgruppe. Und der Name kommt von Artikeln. Und dann wurden noch zwei T's dran gehängt. Erkläre den Sprung von einer Journalismus-App hin zu einem OER-lehrenden Portal. Es ist ein bisschen schwierig, große Publisher so onzuboarden. Es braucht einen relativ langen Atem, sehr viel Geld, so eine Journalismus-Plattform eben aufzubauen, dass sie eben für Publisher und für die LeserInnen funktioniert. Und uns haben eben auch andere Aspekte besorgt für die Zukunft und für die Demokratie und die Gesellschaft. Und dazu gehört eben Medienkompetenz und da die Herausforderung durch KI. Sind Journalisten die richtigen, um KI zu erklären? Wir sind ja nicht nur JournalistInnen, sondern wir haben ein sehr multiprofessionelles Team. Und dabei waren Entwickler, Physiker, Psychologin, Designerin, ich bin Medienwissenschaftler. Ich glaube, ich hoffe, ich habe alle aufgezählt. Habt ihr Angst vor KI? Was macht KI mit euren Arbeitsplätzen? Also um unsere Arbeitsplätze sorgen wir uns nicht, aber generell glauben wir, dass gerade im Bereich Desinformation KI kurzfristig eine sehr große Gefahr darstellt. Habt ihr Ideen zu Kooperationen, Anknüpfungspunkten mit anderen? Ja, wir freuen uns eigentlich immer über Kooperationen, die unser Angebot so ein bisschen breiter machen können oder wo es vielleicht auch andere Synergien gibt. Wir haben ja für die Zukunft noch eine lange Themenliste, die wir abdecken wollen. Und da gibt es auch Sachen wie eben Algorithmen oder sowas. Und da gibt es auch viele andere tolle Initiativen, mit denen man gut kooperieren könnte. Was war das ungewöhnlichste Feedback zu eurer Seite? Ungewöhnliches Feedback ist eigentlich eher selten, aber wir haben häufig das Feedback. Ups. Ungewöhnliches, das weiß ich nicht. Das häufigste ist eher so, dass sich Lehrkräfte freuen, dass sie ihren SchülerInnen mit uns eindrucksvoll beibringen können, dass sie nicht alles ungeprüft von ChatGPT übernehmen sollen. Was ist für die Zukunft geplant? Also wie gesagt, wir haben echt viele, viele Themen, die wir noch abdecken wollen. Und was da erstmal wichtig ist, dass wir Geld bekommen, um das eben weiter zu finanzieren. Bock auf CC-Lizenzen? Unsere Sachen sind sogar unter CC veröffentlicht. Müssen OER zwangsläufig digital sein? Nein, wir haben sowohl analoge Materialien als auch verschiedene digitale Materialien. Was wünschst du dir für diesen Bereich für die Zukunft? Eine gute Finanzierung, dass eben auch so hauptberufliche OER-Ersteller eben dafür entlohnt werden können, dass sie OER anbieten und sich irgendwie sehr besonders tief in Themen einarbeiten können.